Jetzt hat der Küsler am Schluss verliert man mit 2-4 gegen HC La Chatte vom Schluss. Es ist dann doch noch spannend geworden. Aber Hand aufs Herz, die ersten 40 Minuten haben sich ein bisschen daran erinnert. Ja, man hat verschlafen, man kommt spät auf die Arbeit. Ja, Steve, ziemlich gut. Ich glaube, das war heute gar nichts, die ersten 40 Minuten. Wir haben uns eigentlich wirklich viel vorgenommen. Wir wissen, dass Schott ein super Team ist, dass die Läufer gut sind. Und ja, wir haben uns so viel vorgenommen für das Spiel. Und nachher ist der Auftritt in den ersten 40 Minuten wirklich inakzeptabel. Wir sind froh, dass wir nachher eine Reaktion zeigen im letzten Drittel. Ich glaube, das ist das Hockey, das wir spielen müssen. Aber ja, so etwas wie in den ersten 40 Minuten, das darf uns nicht passieren. Das wird dann nicht mehr vorkommen. Wir werden für das nächste Spiel ready sein. Die Lehre daraus ziehen, du hast es schon ein bisschen angedehnt gehabt, aber gleich muss ich noch mal nachhaken. Ich meine, man kommt auf Schottfuss, es ist Zweiter gegen Dritter. Man weiss, was einem da oben erwartet und dann, vor allem im zweiten Drittel, ja, hat man eigentlich keinen Stich gegen das La Chatte vor. Es hat auch nicht zusammengepasst, die Pässe nicht angekommen, es war so ein bisschen ein kopfloses Eishockey gewesen. Ja, wie kann das passieren? Ja, das ist schwierig zu erklären. Eben, wie gesagt, wir haben uns wirklich mega viel vorgenommen und das war definitiv nicht der Plan, dass wir nachher so einen Auftritt zeigen in den ersten 40 Minuten. Wir haben uns nachher auch noch probiert zu pushen, eben schon von Anfang an eigentlich, nachher, wo wir gemerkt haben, dass wir ein bisschen stark verschlafen haben. Aber es hat 40 Minuten gebraucht und das ist nicht gut, dass wir so lange gebraucht haben, um zu reagieren. Es kann ja schon mal passieren, dass man vielleicht die ersten zwei, drei Shifts nicht gut hat, aber spätestens dann muss man im Spiel sein und muss ready sein. Und es ist über 40 Minuten gegangen, wo wir nicht unser Hockey haben können zeigen. Und ja, das darf einfach für den Rest der Saison nicht mehr vorkommen. Das Witzige ist eigentlich noch fast am Schluss, wäre die Verlängerung Bau noch die Stange gekommen. Also, gleich hat man dann auch können zeigen, hey, wir lassen uns nicht einfach abschlachten, sondern wir sind auch bereit für eine Reaktion. Also, man ist bereit, auch zu reagieren. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir nach dem zweiten Drittel in der Garderobe gesagt, eben, dass wir haben es eigentlich auch alle gewusst, dass das unakzeptabel ist. Oder inakzeptabel. Ja, wir haben uns wirklich fest vorgenommen, dass wir uns das beste Hockey zeigen und das, was wir können. Und ich glaube, das ist uns nachher auch ziemlich gut gelungen. Aber ja, eben, dass es nicht belohnt worden ist, das müssen wir akzeptieren. Ich meine, das Spiel hat 60 Minuten und wir haben ein Drittel davon Hockey gespielt und den Rest nicht wirklich. Und da können wir nicht hässlich sein wegen dem. Der IHC Olten auf Radio Insight.